Hallo ihr Lieben! Heute geht's zum Strand. Zum Titanic. Zum Titanic-Strand. Gestern sind wir nicht angekommen. Nee, gestern war es so windig, dass wir zurückgeschleudert wurden. Aber es scheint heute nicht besser zu sein. Wollen wir da wieder lang, oder? Nee. Ich will mit diesem Blick in der Tat. Feierst du nicht so? Nö, wozu denn, wenn wir hier bei uns rausgehen können? Ich glaube, das macht auch wieder wenig Sinn zu gehen. Meinst du? Okay. Probieren wir diesmal also aus. Also wir laufen zu Fuß. Es gibt einen Shuttle, der fährt alle halbe Stunde. Ja. Und der letzte kommt dann um 5.30 Uhr zurück. Also um 5:30 man dann, fährt man dann vom Strand wieder zurück. Und wir, also das ist nicht weit weg, das ist hier über die Straße und dann links. Also ungefähr 10 Minuten. Ja, jetzt hier diesen dicken Bordstein hier nutzen. Ja, deswegen laufen wir. Wir sind ja noch gut zu Fuß. In der Hoffnung, dass wir da ankommen. Es gibt sogar einigermaßen vernünftige Bordsteine. Tja, laufen wir erstmal auf der Seite, ne? Ja. Bevor wir wieder. Hat gestern geklappt. Bevor wir wieder umdrehen oder Guck so. Guck dir das Ding an, das muss ich jetzt filmen. Hier ist Wahnsinn! Premiere! Pärchen, was wir vorgestern kennengelernt haben. Also die wurden hier richtig übers Ohr gehauen. Er hat sich geschnitten, hat sich verletzt und hat einfach für ein Pflaster bei der Apotheke 13 Euro bezahlt. Ey Leute, macht sowas nicht. Ich verstehe, man weiß es nicht, man denkt auch in Deutschland sind vielleicht die Preise so, dann bezahle ich das hier auch. Aber wir reden hier von Ägypten, das sind ganz andere Dimensionen, es sind ganz andere Preise. Ja, ich weiß gar nicht, was man euch sagen soll, also wie man euch da raten soll. Am besten immer irgendeine vertrauenswürdige Person haben, an die man sich wenden kann und fragen kann, ey, stimmt dieser Preis? Alleine auch, wenn ihr jetzt von vom Hotel aus in die Sheraton fährt und eine Entfernung habt von, ich weiß nicht, 5 Kilometer oder so,
Das sind höchstens 40 Pfund. Ne? Das sind höchstens 2 Euro, die man da zahlt. Mehr würde ich das auch nicht bezahlen und ansonsten halt Uber installieren. Die App Uber. Ja, vielleicht online sich nochmal informieren, in irgendwelche Foren reingehen. Das ist schwierig, sowas in Foren nachzulesen. Und dann haben die auch einen Ausflug gebucht nach Orange Bay, haben das Doppelte bezahlt als wir. Und also da können wir euch auf jeden Fall die Seite Get Your Guide empfehlen. Wir haben da nichts von, wir haben keine Kooperation oder so, sondern wir buchen da selber immer und das klappt eigentlich immer sehr, sehr gut bisher. Also Get Your Guide ist eine seriöse Seite, wo ihr aber dann wahrscheinlich nur die Hälfte von zahlt, wenn ihr jetzt irgendwo am Strand was bucht. Ja, ne? Die Leute, die wollen hier natürlich Geld verdienen, ne? Ja, und das ich bin zu ja wenig. Auch so leben und leben lassen. Man kann ja auch bei einem Ägypter kaufen, wenn er sagt, okay, er schlägt nochmal 20% drauf oder so, ne? Oder 10%, 20% leben und leben lassen. Aber nicht, wenn es um 100% geht. Ne? Das ist dann schon echt Wucher. So, unser Kleiner ist schon ein bisschen weit weggegangen. Schönen Strand, überall Sand, Meer und er sucht sich einfach so eine richtige Drecksäcke aus.